So, meine Lieben, willkommen zurück. Heute geht's um die erste Mannschaft nach dem Vorgeplänkel in der letzten Folge. Da ging es ja um die Reserve, um die Jugend etc. Jetzt müssen wir uns ein bisschen um die erste Mannschaft kümmern. Aber wir haben noch ein paar andere Baustellen, die ich ganz gerne vorrücken möchte. Jetzt habe ich zwar gesagt, erste Mannschaft, aber die Folge kann ja auch ruhig ein bisschen länger werden. Und zwar geht's los bei den Mitarbeitern. Da fehlt uns nämlich ein bisschen was. Wir brauchen einen neuen Torwarttrainer. Und natürlich suchen wir einen der Mannschaftsstärke entsprechend. Ja, schon sowas Ordentliches hier. Ich würde sagen, Jan Riemer. So. Den können wir mal gleich ein Angebot unterbreiten. Ja, wir haben ja genügend Geld. Da können wir jetzt hier ein bisschen investieren. Und da nochmal ordentliche Mitarbeiter ranzuholen. Torwarttrainer ist klar. Geschäftsführer brauche ich eigentlich nicht. Mache ich ja alles selber. Sportdirektor, Pressesprecher, Fanbeauftragte. Man müsste mal den Marketingmanager, den könnte man zum Beispiel mal entlassen. So, 10.000, das macht nichts. So, holen wir uns hier sowas Talentiertes lieber ran, dann können wir den ein bisschen ausbauen. Ist ja noch nicht ganz so teuer. Angebot unterbreiten ist auch noch recht günstig mit 160.000. Ja, natürlich alles Dimensionen, die für einen Bundesligisten aber vollkommen, oder für den deutschen Meister, sagen wir mal so, vollkommen nachvollziehbar sind. Da kann man ruhig ein bisschen investieren, das ist jetzt nicht das Problem. Ich würde ja ganz gerne noch einen Scout ranholen, aber Scout, wir haben anscheinend schon alle Scouts, ne, so wie es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scouts. Da müssen wir mal einen hier rausschmeißen vielleicht, dass man da was Neues kriegt. Okay, den Masseur können wir noch entlassen. Kostet uns auch bloß 7.000. Da holen wir uns auch einen schönen Masseur noch ran, einen guten. Hier, dann nehmen wir den. 66-jährigen. 9 Müller Wohlfahrt. So, ja, das geht ja auch noch. 70.000. Ebenfalls 2% jährliche Erhöhung. Dann freut er sich auch und dann passt das eigentlich. Okay. Ja, das passt soweit. Dann mache ich ja alles selber. Da will ich nicht viel verändern. Finanzstatus, wie sieht's aus? Ja, geht ein bisschen nach unten. Jetzt müssen wir auch noch investieren, ist ja ganz klar. Merchandising, da müssen wir ausbauen, dass wir das hier aufnehmen können. Und zwar den Fanartikelverkauf. Das wäre dann mal so die erste Station, die wir machen werden. Fanartikelverkauf. Also die bauen noch hier, wie die Verrückten. Trainingsplätze, ah ja, okay. Wir haben aber Baukosten 25 Millionen. Dann würde ich schon mal ganz gerne gleich das Geld investieren in noch ein zweites Jugendcamp. Wenn das andere jetzt zwar momentan gebaut wird, können wir das zweite aber noch gut und gerne nochmal ausbauen. Und zwar gehen wir da nach Holland, weil sie es anbietet, weil es direkt im Nachbarland ist. Herrenveen, Zwolle. Ich gehe nach Rotterdam, weil ich es mag. 6,9. Ich fange an mit einem einfachen Jugendzentrum für 10 Millionen. Alles klar. Und dann wollte ich ganz gerne Merchandising, wo haben wir es denn? Auslandverkäufe, dann würde ich ganz gerne in Amsterdam einen neuen Fanshop eröffnen. Ja, alles klar, den bauen wir noch mit rein. Jetzt haben wir noch einen Fanshop. Der muss ja jetzt noch gebaut werden, oder? Oder haben wir den schon fertig? So. Wie können wir... alles klar. Internationale Fanshops. Da brauchen wir einen Marketingmanager für den. Okay, alles klar, alles klar. Es geht unter... Genau, hier haben wir es doch. Jugendtrainer Hamburg, Jugendtrainer Rotterdam. Die stelle ich erst ein, wenn das fertig ist. Und dann wäre noch ganz gerne hier ein Marketingmanager für Holland gesucht. Vielleicht doch sogar einen Holländer, oder? Aber es sind keine Angebote hier. Schade, schade. Ach, Land. Ah, hier haben wir einen. Hier haben wir doch einen. Ganz jungen, hier zwei, hier. Natürlich setzen wir da einen Holländer rein, in den holländischen Fanshop. Im Ausland, der soll mal gleich das Geld dann, aber kostet uns 195.000. Man muss das Ding aber auch ordentlich umsetzen, ne? Wenn der schon so viel kostet. Gut. 3 Jahre, das Ganze mit 3% Erhöhung, wenn es gut läuft. Schauen wir mal. Da muss das Ding schon Geld abwerfen, ne, wenn der schon so viel verdient. Okay. Dann haben wir das gemacht. Dann kann ich nochmal gleich im privaten Bereich klickern. Das machen wir auch noch fix fertig. Ich gehe nochmal
Ach, war ich gerade. Okay, wie sieht's hier aus? Familie, nix. Autos und Häuser, ja, ihr kann auch ein bisschen Geld investieren. Wie, glaube ich, 2,17 Millionen. Momentan wohne ich in einer kleinen Villa. Kann ich mich jetzt auch nicht. Hab ich, kann ich gar nicht. Ich kaufe noch ein Haus im Grünen. Haus zum Vermieten verkaufen. Noch eins. Ja, da kann man. Immobilien kann man immer investieren. Alles klar. So. Karriereoptionen, das passt soweit, bin ich der Meinung. Infrastruktur haben wir gemacht. Jugendcamps haben wir gemacht. Infrastruktur kennen wir noch nicht, weil wir da noch warten, bis das fertig gebaut ist. Stadion, und da komme ich gleich auf Kartenverkauf, das ist wichtig. Ihr seht, Spiele in dieser Saison, ja, scheinen alle ausverkauft zu sein, das heißt, wir müssen die Preise erhöhen. Haupttribüne kostet jetzt 55 Euro. VIP-Logen, die gehen auf 130, so viel haben wir ja nicht. So, da mache ich mal überall noch ein 41, die machen überall einen Euro drauf und dann immer noch alles ausverkauft. Gottes Willen. Dann machen wir mal 29. Na gut, du kannst auch nicht die Jungs hier. Eins lasse ich mal hinter dem Tor, zwei lasse ich mal günstig. Und den Rest ziehe ich hoch. Als Meister können wir uns da so. Gott, du kannst echt. Ich kann noch mehr verkaufen. Weil ich so viele Plätze habe, ne? Weil die Stadt auch so groß ist, ne? Das ist ein großes Einzugsgebiet. Ah, Mann. Gegentribüne kostet 45, ne, dann können wir auch bald auf 61. Oh, da ging eben was runter. Sehr schön, da haben wir es geschafft. Also 59 Euro Haupttribüne. Gegentribüne 46, 27, 31, 31, 23. So, da haben wir es doch. Also. Sehr schön, okay. Ist halt eben nicht immer ausverkauft, aber zumindest haben wir, ich glaube, fast verdoppelt haben wir, ne? Ich glaube, 1,1 Millionen waren es, oder? Bevor ich angefangen habe. Na gut, bevor ich jetzt alles wieder zurückschraube, ist ja Blödsinn. Also, Dauerkartenrabatt, bloß 15%. Dann gibt es einen Top-Zuschlag gegen, oh, da kommen aber weniger dann. Da müssen wir doch ein bisschen runtergehen. 28, 26, 28, 44, 28, das können wir so lassen, 28, die können wir ja auslutschen hier, die können wir ja, 55, so, Top gegen München, Top gegen Bremen, ja, okay, das reicht, zweimal Top, Bayern und ja, Bayern und das war's. Der Rest lieber ausverkauft als, ja, als da gegen Dortmund können wir auch nochmal verlangen. Sehr schön. Oh, Leverkusen ist schon so ein Erzfeind hier langsam, ne? So viele Punkte, die die Videos geklaut haben. Wahnsinn. Okay, haben wir das geklärt? Trikots wurden geändert, werden aber nochmal wahrscheinlich überarbeitet bis zum Saisonstart. Und zwar haben wir das Logo mittlerweile drin. Ich habe aber noch einen Wunsch geäußert zum guten Stefan. Wir müssen mal gucken, ja, ob er das noch schafft bis zum Saisonstart, ich denke mal schon. Auswärts habe ich nämlich einen kleinen Wunsch geäußert, was ich ganz gerne hätte. Und das werden wir nochmal überarbeiten. Also, wenn wir es schaffen, muss ich mal sehen. Oder wenn er es schafft, ne? Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ansonsten Kartenverkauf, Sponsoring ist ganz wichtig. Hauptsponsor läuft noch. Ja, müssen wir mal langsam mal. Wir bräuchten mal einen neuen, ne? Weil der bezahlt echt nicht so gut. Aber er läuft ja noch eine Weile. Meet and Greet können wir mal machen mit René Adler. Namensrechte, Sponsorenpyramide, ist ein Haufen Platz frei, also da können wir echt noch verkaufen. 12 freie Bandenplätze haben wir auch noch. Die müssen auch noch erhöht werden, da müssen wir mal schauen, wie es hier, also ich sag mal 42.000 ist so der Schnitt hier jetzt, ne, dieses Jahr. Nehme ich mal an, dass wir hier einnehmen können. Also gucken wir mal. Sponsorenpyramide ebenfalls. Da müssen wir gucken. 115 im ein Jahr, 165. Da muss auch noch ein bisschen Geld reinkommen. Alles klar. So. Da haben wir Sponsoren. Erfolge. Was haben wir hier? Ja, Meisterschaft. Ruhmeshalle. Könnten wir auch mal langsam Spiele aufnehmen, ne? Aber dann noch ein bisschen Zeit, wenn sie die Karriere beenden. Letzter Pokalsieg liegt auch schon eine Weile zurück. Champions League ebenfalls, sowie auch Europa Liga. Also gut, das ist ja noch hier UEFA-Pokal der Landesmeister. 83.
So. Ja, muss mich nochmal entschuldigen. Achso, was mir gerade einfällt, und zwar mit dem Lostopf. Da war ja auch ein riesen Klamauk wieder, ne? Was da los war. Das war ja auch noch nicht ganz korrekt, was ich da gesagt hatte. Also mit dem Lostopf, das stimmt nicht. Es geht nämlich nach der 5-Jahres-Wertung, was für einen Lostopf man kommt, ne? Wo man dann reinkommt. Sonst wäre ja auch Dortmund nicht gegen diese Meistergruppe gewählt worden. Okay. Der beliebteste Spieler ist Jorginho Wijnaldum mit 102 Punkten. Also er hat nochmal ordentlich Vorsprung vor Beister. Und Adler. Und Aogo und Jansen. Also Aogo zu verlängern ist schon sinnvoll. Denke ich mal. Okay. Dann haben wir das gemacht. Transfermarkt. Sind wir bald soweit? Wir können eigentlich auf den Transfermarkt gehen und gucken. Wir gucken aber kurz mal, was in den Nachrichten los ist. Aogo fühlt sich unterbezahlt. Freut sich auf die Zusammenarbeit. Freuen sich alle auf die Zusammenarbeit. Sehr schön, weil ich dir versprochen habe, sie werden bessere Spieler. Alles klar. Hoffen wir es doch mal, ne? Okay. Dann müssen wir jetzt Trainingslager planen. Ab dem 3. können wir. Okay, Mannschaft. Trainingslager. Wo geht's hin dieses Jahr? Nach China? Gibt's da was Schönes? Nicht wirklich. Hier Dubai ist immer so das absolute, ne? Doha ist auch nicht schlecht. Körperliche Fähigkeiten haben die aber gar nicht dort. Aber nach Doha oder nach Australien mal. Australien ist super. Da fahren wir mal nach Australien. 670.000 kostet mich das Ganze dann. Da können wir mal ein paar schöne Spiele machen. Vorantaspiel gegen... wir gucken mal, was haben die denn da? Wir fangen an mit den Mariners. Ne, wir fangen an mit den United Jets. Alles klar, Trainingsgelänge. Gelänge. Alles klar, gegen die Jets spielen wir dann. Dann spielen wir am Mittwoch. Wir machen hier, und zwar Freundschaftsspiel, nicht Absagen. So, dann gegen Perth Glory. Dann an dem Wochenende dann nochmal Freundschaftsspiel gegen Wellington Phoenix. Dann erstmal nix. Und dann kommt hier nochmal Freundschaftsspiel auf dem Samstag gegen starke Gegner Stuttgart, Freiburg, Laudern. Holstein Kiel ist ja direkt um die Ecke. Ne, das machen wir im Stadion Kiel. Auswärts fahren wir da hin. So, dann haben wir hier nochmal Platz. Ja, ist ein bisschen kurzfristig. Mannschaft, Freundschaftsspiel. Auch nochmal schwachen Gegner raussuchen. Verein, wen haben wir denn da? Duisburg hätten wir. Wir gehen mal nach Stärke. Schon uns schon einschießen, ne? Ist schon wichtig. Optik Rathenow. Wir nehmen FSV Optik Rathenow. Regionalliga Nordost. Das ist MacPom. Ich glaube, das ist MacPom sogar, ne? Okay, dann haben wir hier Mannschaft, Freundschaftsspiel, Oldenburg, Eschborn, FC Bayern, Alzenau, gegen Eschborn, muss aufpassen, dass ich auch ein Auswärtsspiele. Okay, dann haben wir schon, dann müssen wir schon aufpassen, dann machen wir hier nochmal eins, dann bauen wir schon ordentlich Hessen-Kassel, ebenfalls Stadion Kassel. Und dann vielleicht nochmal irgendwas einladen. In die Intech Arena. Club zu Freundschaftsspiel einladen. Ja, ich würde sagen, wenn wir schon auswählen können, dann nehmen wir doch Schalke. Testspiel gegen Schalke 04. Zu Hause dann. Das könnte klappen. Und ein Supercup-Finale eine Woche später. Also, und dann ist hier nochmal schon Pokal. Und dann können wir hier... Saisoneröffnung machen auf dem 29. Und dann machen wir Autogrammstunde vor dem Supercup irgendwann, und zwar hier. Packen wir es gleich mit rein. Das Fanclub-Treffen machen wir während der Vorbereitung jetzt, und zwar hier nach Holstein Kiel. Fanclub-Treffen, die freuen sich sicherlich. Dann können wir hier ist nochmal frei, da können wir dann Sponsorentag machen. Suchen wir jetzt die freien Tage aus, da haben wir auch nochmal frei. PR-Pressetag der Jugend.
Mannschaft, da können wir auch mal ein Freundschaftsspiel machen gegen Elsbachtal. Uns nochmal einschießen da. So. Und dann geht's richtig um die Wurst, ne? November, Dezember, da ist kein Platz mehr. Dann können wir aber hier nochmal die Weihnachtsfeier machen. Dann müssen wir sie hier machen. Ja, dann machen wir sie hier. Direkt danach. So. Direkt wieder am Heiligabend, ne? Wahnsinn. Okay. Und dann gehen wir hier am 26. nochmal essen. Okay, ich denke mal, dann haben wir wirklich alles geplant. Können wir mal abspeichern.